Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Blei. Ich wollte eigentlich zwischen der letzten Folge und dieser hier Blei suchen gehen. Dann ist mir aber, also bin dann hier zur Basis zurückgeschwommen und hab mir gedacht, dann machst du mal Inventar leer. Geht nicht mehr, weil Inventar und Spinte sind alle voll. Dann hab ich mir gedacht, okay, dann suchst du jetzt halt doch im Let's Play nach nach Blei und baue mir vorher halt hier die Spinte und das wollte ich aber im Let's Play machen, damit ihr nicht, wenn ich die einfach so baue, plötzlich denkt, naja, warum hat er jetzt vier, fünf Spinte mehr oder so, weißt du? Das wollte ich halt eben vermeiden, ne? So, okay, dann haben wir das schon mal gemacht und dann kloppen wir uns hier, achso, warte mal, nein, komm, ja, ich mache ja schon, nein, ich mache so. Und wo habe ich das? Doch, da war doch Salz einmal. Da ist Salz. Und da ist auch noch Salz. Und dann könnte man eigentlich mal gucken, hier die Chlorbleiche. Achso, da brauche ich noch Röhrenkorallenproben für. Dann machen wir das mal so, wie in den Kommentaren immer angemeckert wird. Wo ist die nächste Röhrenkoralle? Vermutlich hier oben irgendwo. Weiß nicht, das hier Scheibenkoralle. Da ist eine Röhre. Könnte also eine Röhrenkoralle dranhängen, ne? Riesenröhrenkoralle. So, dann machen wir mal drei Stück davon ab. Und wir haben so viel Kupfer, Leute, ne? Ich habe in der letzten Folge so viel Gedöns gefunden. Hier ist schon wieder ein Kupfer mehr. Wir haben also definitiv gerade kein Kupferproblem. Wir haben echt ein Bleiproblem. So. Da. Nein, hier, da so. Und dann machen wir hier Chlorbleiche. Chlorbleiche ist eine wichtige Chemikalie zur Wundreinigung und Wasseraufbereitung. Ja. So. Und dann können wir uns nämlich hier desinfiziertes Wasser machen. Das nehme ich dann keimfrei. Und wir sind ja eh schon infiziert. Wenn man die tägliche Wasserration im Voraus zubereitet, wappnet man sich gegen Verdursten und möglichen Tod. Ja. So, und dann noch ein normales Wasser hinterher. Ich glaube, wir hatten vier von den... Naja, doch einen mehr. Von den Kollegen. Oh, doch noch einen. Okay. Was ist das hier? Gepökelte Nahrung. Achso. So, Wasser haben wir erstmal genug. Desinfiziertes Wasser. So. Davon noch einen, zwei drauf. Mhm. Sieht erstmal gut aus, ne? Was so Wasserhaushalt betrifft. Und dann würde ich sagen, wir machen hier, guck mal da, was wir hier im Kupfer haben, ne? Ist echt der Hammer. So, und wir brauchen Blei. Gib mal zwei Kupfer. Und gib mal... Was habe ich denn hier? Die Energiezelle. Ich habe die Sachen für die Seemotte hier reingeschmissen. Gib mal schnell irgendwie zwei Säurepilze her. Oder einen, oder was? Ich weiß nicht mehr, wie viel brauchen wir für eine Batterie? Zweimal Pilz, einmal Kupfer oder zwei und zwei? Ich weiß es nicht auswendig. So. Da. Eine Batterie, bitte. Aber das ist gut, dass wir so viel Kupferdraht haben, weil ich muss ja noch irgendwann die Bilderrahmen bauen. So. Okay, eine Batterie. Leeres Inventar, zumindest fast leer. Das ist schon voll. Vielleicht sollte ich einfach mal gerade noch einen Spind bauen. So. Ja. Zack. Beschriftung kommt später irgendwann. So. Okay. So, wir brauchen Blei. Ohne Blei geht nichts. Komm, wir nehmen uns noch hier so ein bisschen Dings mit hier. So, ein bisschen Salz. Bisschen Titan ist auch nie verkehrt. So ein Stein? Nee, Quarz. Mist. Man sieht echt nichts mehr hier in diesem Ding, ne?
Das ist echt der Hammer. Früher war das Gras ein bisschen niedriger. Hier sollte man mal mit dem Rasenmäher durchfahren. Was liegt denn hier? Ja, Metallschrott, den nehme ich jetzt nicht mit. Da haben wir schon gescannt. Noch mehr Metallschrott. War noch was drin? Nee. Oh, ein Riesensalzvorkommen. Das Quarz. Das ist ein Sandhai. Ein infizierter Sandhai auch noch. Nix wie weg hier. Oh, warte mal, da liegt noch was. Bioreaktorfragment, da können wir den glaube ich auch bauen. Ne, den haben wir sogar schon. So, komm, wir gehen mal gerade Luft holen. So. So, das gibt's doch nicht, dass ich alles finde außer Blei. Und das Blei, das ich gefunden hatte, das war doch nicht so tief. Was haben wir denn hier? Titan. Ah! Das war Blei. Nein, das war Silber! Da, ah, Hilfe! Oh, ein Live-Pod. Cool. Ich weiß, man kriegt die Daten für die Live-Pods auch woanders her. So, warte. Seemottenfragment, scannen wir ein. Nehmen wir mit. So, dann gehen wir gerade hier rein in das Ding. Zurückgelassener PDA. So, hier hängt ein Olaf Fabricator drin. PDA lesen, machen wir da mal bei Gelegenheit. Da ist noch ein Stein. Kalkstein. Ist mal wieder Kupfer drin, ne? Hier sind Steine. Hier. Kalkstein. Titan. Das ist auch Kalkstein. Kupfer. Kalkstein, Kupfer. Ne, Titan. So, hier geht's steil bergab. Da will ich jetzt nicht hin. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, hat es sich ganz schnell erledigt. Da ist auch ein Kalkstein. Will ich nicht haben. Oh, guck mal hier, ein großes Wrackstück. Hier finden wir bestimmt noch Sachen zum Scannen. Was liegt denn hier? Was ist das für ein Teil? Kann man das scannen? Nö. Hier, Laserschneiderfragment. Ein Scannen. Seemotte können wir schon. Will ich jetzt gar nicht mehr. Da liegt Salz, das können wir mitnehmen. Das ist ein Sandstein. Oh, Scheiße. Hui. So. Warum hat er immer so einen Soundbug, wenn er aus dem Wasser rauskommt? So, hier war der Sandstein, genau unter mir. Den müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall. So. Aua! Blöder Fisch. War das jetzt mal Blei? Ja, ein Blei haben wir. Juhu, wir haben ein Blei gefunden. Ist ja kaum zu fassen. So, Seemottenfragment. Was liegt denn da vorne noch? Was ist da denn? Bioreaktor, den können wir auch schon. Bioreaktor. Metallschrott. Da ist noch ein Stein. Cool. Gold. Mann, ich habe Gold gefunden. So, Salz. Wie viel Platz haben wir denn noch? Jede Menge. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Batterie ist leer. Immer Ersatz haben. Ne? So, da vorne ist noch ein Stein. Was ist es? Was ist es? Es ist Kalkstein. Es ist mal wieder Titan. Ja, in das Wrack würde ich ja gerne rein, aber das spare ich mir jetzt. Da habe ich jetzt echt... Ja. So, hier ist ein Sandstein. Endlich. Blei.
Da, hier sind noch welche. Ah, geil, 3 Stück. Blei. 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 Juhu, geil. Sehr schön, wunderbar. Na also, es geht doch langsam voran. So, und nochmal runter. Kräftig Luft holen, richtig tief einatmen und ab geht es hier. Hängt hier noch irgendwo was dran? Ihr seht wahrscheinlich wieder alle Steine und ich übersehe alle Steine, wie immer. Das ist alles so geplant. Oh, ein infizierter Fisch. Das ist ein Kalkstein, den will ich nicht. Vielleicht hier oben drauf. Hier ist noch einer dran. Sehr gut. Gold. So, jetzt wird es dunkel. Das ist natürlich ungut. Na komm, hier. Ist zwar nichts drin. Kupfer. So, dann ab nach Hause. Grab mal hoch. Und dann spare ich mir mal ein bisschen die Batterie. Obwohl wir ja genügend Batterien jetzt herstellen können. So, mal da ist der Livepod, da ist die Aurora. Da müsste hier in der Richtung ungefähr die Base sein. Und ich bin am Überlegen, ob ich für die nächste Folge mal ausprobieren soll, wie heißt es, im OBS die Farbkorrektur ein bisschen zu machen. Nur so ein klein bisschen, also nicht so extrem Farbkorrektur wie in Subnautica. Ich finde die Filmfarbkorrektur, die ist zu krass. Die ist, im Kontrast ist die zu stark. Im Schwarzbereich. Ansonsten ist die cool, aber im Schwarzbereich ist die zu heftig. Da sieht man halt nur noch schwarz im Dunkeln. Also so ist es ja wenigstens noch dunkelblau. Ja. Aber mit der Filmfarbkorrektur siehst du hier nur noch schwarz in der, um die Uhrzeit im Spiel. So, da unten ist, glaube ich, die Basis, oder? Was liegt da? Was ist das da, was da so blau ist? Was sind das? Ach, das sind die Teile, die ich noch nicht kannte, ne? Die sind irgendwie neu. So, da hinten irgendwo müsste die Basis sein. Holen wir mal Luft, trinken noch einen Schluck Kaffee. Jetzt haben wir hier ist Schlingpflanzen, Dschungel und irgendwo hier auch mal ein bisschen Licht. Ah, da ist die Wrackstelle. Hier sind die Seekühe, hier hinter könnte es sein. Ja, könnte. Vielleicht hier? Leute, wir brauchen eine Signalboje. Ohne Signalboje geht hier nichts mehr. Ich finde ja nie die Basis. Ja, das ist auch zu nah am Livepod hier. Das muss weiter hier hinten sein. Das muss weiter hier hinten sein. Also ich glaube, wir sollten mal wirklich versuchen, eine Signalboje herzustellen. Das sind so 250 Meter oder so vom Livepod. Wenn ich mich da recht erinnere. Da ist die Basis. Ha, da ist sie doch. Und wie weit ist es? 250 Meter, wie ich gesagt habe. Wo ist sie denn? Da. So. Welcome on board, Captain. Okidoki. So, lass doch mal ins PDA gucken. Was haben wir denn hier? Inventar, Baupläne, Seegleiter, Seemotte, so, Aufzeichnungen. Das haben wir, Chlorbleiche haben wir, alles gelesen.
selbst gern abgeschlossen. Kleine Mengen fremder Bakterien registriert. Überwachung wird fortgesetzt. Erhöhtes Niveau fremder Bakterien im Wasser registriert. Es wird empfohlen, einen Selbstscan durchzuführen. Notfall, Quantenexplosion. Glückwunsch, Überlebender. Ja, das hatte ich alles on the fly übersetzt. Das ist alles alter Kram. So. Schauen wir mal gerade hier rein. Baupläne, Ausrüstung, Strahlenschutzanzug. Dieser Anzug schützt vollständig vor den Auswirkungen von Strahlung bei Land-, See- und Weltraumerkundungen. Sicherheit bis zu 400 Sievert pro Stunde. Ich glaube, SV steht für Sievert. Also Radioaktivität wird ja in Millisievert gemessen. Kompatibel mit allen US-Anzug-Funktionalitäten. Geschmeidig. Der Strahlenschutzanzug, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in einer verstrahlten Welt. Ja, den brauchen wir auch, definitiv. So, Aquarium Fabricator Solarmodul Tauchdock. Das Tauchdock ist ein unverzichtbares Modul für Langzeiterkundungen. In seiner Hauptfunktion dient es als Trockendock für kleinere Fahrzeuge wie die Seemotte oder den Krebs. Die große Hauptkammer enthält ein unter Druck stehendes Becken, welches direkten Zugang zum umgebenden Wasser bietet und ist standardmäßig mit Vorrichtungen zum Anheben und Aufladen eines Fahrzeugs ausgerüstet. Ausgerüstet mit einer Fahrzeugerweiterungskonsole kann das Tauchdock zum Bauen und Ausrüsten von Fahrzeugerweiterungsmodulen genutzt werden. Angaben: Abmessungen 16 x 10 x 5 Meter, Verbindungspunkte 6, Hüllenstärkenbelastung der Basis auf Meereshöhe minus 5, entspricht 4 Räumen. Kapazität eine Seemotte oder Krebs, hoher Energieverbrauch. Energie. Wärmekraftwerk. Die erste Regel zum Überleben in feindlichen Umgebungen ist, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten, wenn draußen 800 Grad herrschen und die Gefahr besteht, jeden Moment an Verbrennungen zu sterben, kann man ebenso günstige, zuverlässige Energie daraus gewinnen. Wandelt Wärmeenergie in Elektrizität um. Vor dem Installationsversuch immer Messwerte mit dem Thermometer bestimmen. Die Kernelemente sind in einem hitzebeständigen Gehäuse verbaut, aber nicht immun gegen extreme Temperaturen. Das Wärmekraftwerk, es ist heiß. Datendownloads. Überlebende der Aurora. Rettungskapsel 17, Besatzungsaufzeichnung. Das ist wahrscheinlich der PDA. Rettungskapsel 17, Besatzungsaufzeichnung. Aussies Log. Aussies Tagebuch. Es ist der Tag des Absturzes. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel gerade passiert. Ich habe Angst und würde nicht rausgehen. Da sind Schatten im Wasser unter der Luke. Keine Ahnung, ob das Felsen oder Aliens sind. Und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Die Aurora hatte alles an Bord zum Bau des Phasentores. Mobile Fahrzeugstationen, Bioreaktoren, Schubkanonen. Sie hatte ein Kino. Es gab einen 0G-Trainingsraum. Mein Café. Ich verstehe nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ich frage mich, warum keiner nach mir sucht. Tja, warum sucht keiner nach dir? Das ist eine sehr gute Frage. Nach mir sucht ja komischerweise auch keiner. So, komm, die Koralle lesen wir noch. Hier die Hirnkoralle. Eine beständige wachsende Kolonie von Mikroorganismen. Diese Korallenart hat sich darauf spezialisiert, Kohlendioxid aus der Umgebung zu filtern, wobei sie den Kohlenstoff zum Bau der Kolonie nutzt und den Sauerstoff durch besondere Abgastrichter ausstößt. Sie ist ziemlich robust, was darauf hinweist, dass Probleme aus einem reifen Exemplar künstlich angebaut werden könnten. Was? Ach, nicht Problem, das Proben, nicht das Problem. Okay, Beurteilung. Tauchflaschen sind in der Lage, Sauerstoff aus dem Wasser aufzunehmen, wo dies möglich ist. Genau, das sind die Dinger, die die Luftblasen machen, wo ich immer Sauerstoff tanke. So, jetzt aber. Gib mir mal die Sachen hier. Nein, aus dem Spind. Und zwar die Energiezelle, den Titanbarren und dann muss ich nochmal ins PDA gucken. Baupläne. Seemotte. Zweimal Glas. Schmierstoff. Zweimal Glas. Zap, zap. Und habe ich noch irgendwo Schmierstoff gehabt? Hatte ich nicht noch irgendwo welchen? Kann sein, dass der zu Hause war. Naja, dann müssen wir welchen machen. Nehmen wir mal das da. Und warte mal, wir machen mal gerade das Titan. Das brauchen wir gerade nicht. Das machen wir da rein. So, jetzt müsste ich da eigentlich Schmierstoff herstellen können. Ja. Sehr gut. So, haben wir dann alles zusammen für das Ding. Jo, geil. Dann. Wo ist meine Fahrzeugstation? Lasst uns eine Motte bauen. So.
Sehr schön. Sehr schön. Aber noch eine Errungenschaft freigeschaltet und platsch, da fällt sie ins Wasser. Sehr gut. So, für einen Screenshot ist auch gesorgt, weil ich so clever war und das hat ausgeblendet habe. So, sehr gut. Jetzt können wir, warte mal, hat die schon hier Erweiterungsmodule? Ja, und man konnte doch auch, warte mal, wo war das? War das? In Seemotte einsteigen. Ah, die ist noch nicht aufgerüstet, ne? Die hat jetzt kein Fach an der Seite, nix, ne? In Seemotte einsteigen. Okay. Aber wir haben die Seemotte. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. So. Damit können wir natürlich uns viel besser, vor allen Dingen in höheren, größeren Tiefen bewegen. Machen wir mal hier Strom aus. So. Das Ding ist der Hammer. Das Ding ist einfach der Hammer. Da würde ich sagen, wir versuchen noch eine Energiezelle herzustellen. Da haben wir eine leere Batterie. Da haben wir keine Batterie. Warte mal, da muss ich mal gerade. Muss mal gerade noch ein paar Säurepilze besorgen. Wir könnten auch mal hier so einen Fisch noch mitnehmen. Für den Notfall gleich. So. Hauen wir gerade den Fisch auf den Grill. Guck mal, fangfrisch. Nein, ich werde ihn nicht pökeln. Hab keine Lust auf gepökelten Fisch. So. Brauchen noch ein bisschen Kupfer. Das müsste reichen. So. Batterie. So, okay. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Batterien. Die Energiezellen, da brauchst du noch Silikongummi, brauchst du noch für. Da hatte ich doch noch irgendwo was. Oder auch nicht. Warte mal, da brauchen wir hier den hier. Achso, hier ist er welcher. Haha, sehr gut. Einmal. Zum Auftanken der Motte und nochmal zum Auftanken der Motte. So, und dann haben wir noch eine Batterie und die ist leer. Das ist natürlich ganz toll. Also eine Batterie brauche ich noch. Eine muss ich noch mitnehmen. Da komme ich ja jetzt nicht drum rum. Schnell noch ein paar Pilze hier pflücken gehen. Die Wupp. Sehr schön. Haben wir noch Kupfer im Inventar. So, warte mal. Das machen wir mal weg. Das Silber kann da auch rein. Ein bisschen von dem Titan raus. So. Blei kommt da rein. Silber kommt da rein. So. Okay, zwei Energiezellen, eine leere Batterie, zwei volle Batterien, okay, so, warte, hier ist Platz, da kommt die leere Batterie rein, den Silikongummi da rein, hier das Pflanzendingens da rein und das Quarz und das Salz kann da rein, das Titan, das packen wir mal noch hier mit rein zum Teil und vielleicht hier noch was rein. So, dann nehmen wir uns mal davon zwei und davon einen. Trinken den weg. So, den nehmen wir noch mit. Jetzt gehen wir uns noch ein paar Fische besorgen. Eben schnell. Das ist der Knaller, du bist mitten im Ozean. Komm, wir gehen jetzt schnell ein paar Fische besorgen. Sieht irgendeiner einen Fisch? Hier hinten schwimmen ein paar Klubscher rum. Das gibt's nicht. Und sonst ist hier gar nichts mehr. Einmal. Da ist noch einer. So.
Ah, komm, wir nehmen noch einen irgendwoher. Hier oben. Das ist echt der Hammer, ne? Da willst du dir einen Fisch besorgen gehen, dann ist keiner da. Okay. So. Leckern Knupscher, proteinreiche Augäpfel, sehr nahrhaft. So, sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Oh, guck mal, ich hab den schon voll gefuttert. Na ja, gut. Egal. Rein damit in den hohlen Schacht. So. Wie sieht denn das aus mit dem Reparaturwerkzeug? Komm, wir bauen es, damit die Leute Ruhe halten. Reparaturwerkzeug, Silikongummi, Höhlenschwefel und Titan. Titan, Höhlenschwefel, Silikongummi. So. Ein neues Reparaturwerkzeug. Jo. So, da haben wir das auch. Braucht man sowieso jetzt für die Seemotte, macht das Sinn, dass man das haben, weil die kann man damit unter Wasser mal so zwischendurch reparieren. So, ich würde ja gerne hier einen Lasercutter bauen, da haben wir aber keinen Diamanten für. Blöderweise, Schubkanone braucht man nicht. Leuchtfackeln brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Pfadfinderwerkzeug. Schlingpflanzenprobe, 5 Stück und Titan. Ja, die braucht man dann, also das Pfadfinderwerkzeug, ich muss mir das mal merken, ich habe auch früher nie die Tauchleine ausprobiert, aber das Pfadfinderwerkzeug, das werde ich diesmal ausprobieren, das brauchen wir aber eigentlich auch erst, wenn wir in tiefe Höhlen tauchen oder wenn wir in die Wracks gehen, und in die Wracks komme ich ja sowieso nicht rein, weil ich habe ja keinen Diamanten, und weil ich keinen Diamanten habe, habe ich keinen Lasercutter. Deswegen komme ich da nicht rein. So, okay, dann pass auf, dann machen wir das jetzt so, ab in Kollege Mottinger. Ah, Moment. Ah, warte mal. Ich wollte ja noch was. Erstmal das Knie stoßen an der Seemotte. Ich wollte ja mal gerade gucken. Ausrüstung. Signalboje. Ah, Mist, die kann ich noch gar nicht bauen. Scheiße. Da fehlt mir das Fragment für. Schwerkraftsphäre. Eine Batterie, Kupfererz und Titan. Die könnten wir mal machen. Kupfererz, Titan, eine Batterie wäre ich bereit dafür zu opfern. Nein, bin ich nicht. Warte mal, ich mache die zwei vollen da rein, drücke die falsche Taste, nehme die leere Batterie und mache mit der leeren Batterie die Schwerkraftsphäre. So. Erstmal wieder schön ausgetrickst, das Spiel. So, dann nehmen wir uns hier die zwei wieder zurück. Drücken die falsche Taste. So. Und hier schwimmen immer so ein paar Glubschis rum. Hier oben. So, dann legen wir die auf die 1. So. Das ist der Hammer, das Ding. Guck mal hier. Jo. Dann hängen die Fische da dran. Das ist genial. Das ist echt genial. So, dann kann die da angeln. Und wir schwimmen jetzt mal. Schwimmen, fahren, machen zum Livepod. Auf zum Livepod. Und dann kümmern wir uns da mal gerade um die Reparaturarbeiten im Livepod Nummer 5. Hier an der buckelnden Seekuh vorbei. Charlotte und Fridolin. Fridolin und Charlotte sind das. So. Okidoki. So. Tio. So, wir reparieren und reparieren. Sekundärsysteme der Rettungskapsel in Betrieb. Starte vollständige Umweltanalyse und speichere Ergebnisse in der Datenbank. 4546 B Umgebungsgen. Achso, okay. Ich dachte erst, es sind Gigabyte. So, hier reparieren wir auch. Kommunikator. Nachricht abspielen. Kommunikator in Betrieb, Notsignal. Online.
Okay. Er sendet eine Rettungsnachricht. Hier ist die Aurora. Notsignal empfangen. Rettungskräfte werden zu ihrer Position geschickt. Suche nach Notfallübertragungen der anderen Rettungskapseln wird fortgesetzt. Okay, so, der wird uns jetzt immer so ab und zu so eine Message geben. So hier und da bekommen wir dann da Daten drüber. So, ich nehme noch ein Medipack mit. Und wir packen nochmal den Seegleiter auf die 1. So. Okidoki. Und dann ab in die Motte. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Und dann würde ich ja jetzt gerne nochmal. Würde nochmal gerne zum Grand Reef. Boah, es sieht einfach geil aus, ey. Es sieht einfach genial aus. Das ist der Hammer. So, das ist für ein Screenshot hier, weißt du? So. Also, dann geht's auf zum Grand Reef. Mach mal Licht an. Auf zum Grand Reef. Und dann werden wir da mal schauen, was wir denn da so in der nächsten Folge so erleben werden. Wir brauchen unbedingt einen Diamanten. Ich brauche diesen Lasercutter. Definitiv. Ohne Lasercutter geht hier nichts mehr in dem Spiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.